mag ich nicht. Dazu habe ich jetzt so gar keine Lust. Ach nee. Jupp. So. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Dann hier rüber. Kein Problem. Die übliche Sache halt, wir prügeln die Motivation auf 300% hoch, weil es das Maximum dessen ist, was wir aufrechterhalten dürfen. Und nutzen das dann, um damit unsere Wirtschaft hier richtig hart arbeiten zu lassen. Weil dadurch der Inhalt des Ausdauerbalkens steigt und die Leute dementsprechend länger am Stück arbeiten können. Was bedeutet, dass Veredler mehr veredeln? Weil sie immer noch die gleiche Menge Ressourcen abholen, aber viel mehr daraus machen. Bevor sie eine Pause machen. Nachdem sie eine Pause machen, müssen sie sich neue Ressourcen holen. Ah toll, wir sind bis in 288 und das reicht nicht ganz aus. Meisterschütze, bitte. Ihr habt nicht genug Taler. Ich weiß. Der Tag der Abrechnung. Seid gesegnet. Sofort. Wird erledigt. Ja. 3 und 4. Das heißt, hier Geld geht in ein paar Armbrustschützen rein. Ihr habt. Es ist weg. Taler. Eine neue Technologie ist erforscht. Bilden noch die Arbaleste, dafür brauchen wir aber erstmal das Geld. Und das Geld geben wir erst aus, wenn wir die Armbrustschützen hier voll gemacht haben. Ich bin fertig. Wir haben zu viele Uhren gebaut. Kann ich jetzt Feierabend machen? Sei es drum. Aber gern. Aktien. Ja. So, hier gibt es noch ein paar Schönheitskorrekturen, die wir nachhacken müssen, wenn es noch ankommt. Hier lässt sich ja noch ein weiterer Steinmetz dazusetzen. Das ist auch schon in Ordnung. Und wir müssen mehr Bevölkerungsplatz schaffen. Ihr verfügt nun Gruppe über eine neue Technologie. 8. Ich glaube, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Kommt ja. Lassen wir Gruppe 9 das Holz nie übernehmen. Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. So hohe Steuern habe ich mein Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Wahre Ausbeutung. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Und Abeläste. Wird gemacht. Wie ihr wünscht. Wir haben zumindest vollen Schaden. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir müssen einfach darauf verlassen, dass Darum in der Lage sein wird, den Schaden auf sich zu ziehen. Von allem, was drin ist. Aber in erster Linie können Abelästenschützen ja die meisten Feinde da aus der Reichweite entfernen. Und solange Darius auf sich ziehen kann, ist ja alles in Ordnung. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. 4 Plätze hätten wir jetzt. Die könnten wir spezifisch auf etwas dafür setzen, aber... Vielleicht warten wir damit lieber noch. Weil wir nicht wissen, was wir alles damit benutzen müssen. Quicksave ist jedenfalls angebracht. ...1700 Schwefel werden wir also noch brauchen, dann kann die Uni weichen. Was setzen wir an ihre Stelle? Bin mir noch nicht so sicher. Was an die Stelle der Universität gesetzt werden kann. Kommt ja Bank. Nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuld wahrscheinlich nicht. Das Gebäude einstürzt. Vielleicht eine Kaserne oder etwas derartiges. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Ihr zieht uns das Danke. Letzte Geld aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen.
Wir können dennoch kurz mal die Kettenlederrüstung und derartiges durchforschen. Für den Fall, dass wir irgendwelche Schwertkämpfer bald zur Hand haben. Und Gruppe 0 kann sich schon mal hier ran zu schaffen machen. Gut. Gehen wir den Banditen an den Kragen. Ja, mein Herr. Erkunde das Land, so gut ich kann. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Geschafft. Ja. Hey, mitkommen. Sehr wohl, sehr wohl. Nur Mut. Wir werden siegen. So, aber letzten löschen sie Banditen einfach. So komplett gnadenlos. Feinde greifen ihn an. Lehrt sie das Fürchten. Ergreift sie. So, solange niemand vor Dario steht, ist alles in Ordnung. Für Ruhm und Ehre. So gut ich kann. Jawohl. Gut. So, einmal mitkommen. Ja, sehr wohl. Halt! Für Ruhm und Ehre. Ja, mein Lord. In Ordnung. In Ordnung. Nieder mit ihnen. Einmal gegen ankämpfen. Sehr wohl. Ich tue mein Bestes. Gut. Stopp! Auf in den Kampf! Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Gut, wir müssen jetzt den Blitzerturm zuerst ausschalten. Stopp! Bis in den Tod! Sehr wohl. Ja. Auf in den Kampf! Wir müssten die am besten ja ohne größere Probleme hinkriegen. Ruhm und Ehre. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wir bleiben hier. Moment. Geht ihr auf die am besten gerade los? Wie wär's, wenn ihr das nicht tut? So gut ich kann. Halt! Nur Mut! Wir werden siegen! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. So. Wir bleiben hier. Zahltag. Dann die Motte löschen. Halt! Stopp! Wir bleiben hier. Halt! Stopp! 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 Wir bleiben hier. Halt! Attacke! Bis in den Tod! Auf in den Kampf! Okay, schieß die Attacke. Zu Klump. In Ordnung. Angriff! Schießt! Schießt! Halt! Für Ruhm und Ehre! Dann drauf da. Ja, mein Herr. Stopp! Im Zweifel ist die Armbrust einfach mit der Schlüssel zum Sieg. Auch hier oben ist freigeräumt. Außerdem Kirche, beten. Eure Siedler werden gesegnet. Und Quick Save, bevor wir gleich explodieren. Wir bleiben hier. Stopp! Sehr gut. Ihr habt die Morde zerstört. Nun solltet ihr mit dem Schankwirt sprechen. Kiste. Ja. So gut ich kann. Wie ihr Kiste wünscht, Nummer 8. In Ordnung. 300 Gold. Trip hat sich gelohnt. So gut ich kann. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Vielen Dank für die Rettung. Ich dachte schon, dass ich hier verrotten werde. Keine Ursache. Seid ihr vielleicht der lokale Wirt? Genau, der bin ich. Stets zu Diensten. Gut. Dann könnt ihr euch sicherlich noch an die beiden Säufer, ich meine Gäste, erinnern. Ich suche nicht den Kundschafter, sondern seinen Kumpel, der mit ihm unterwegs war. Oh, der hat sich meines Wissens aufgemacht, um eine Kur zu besuchen. Er sollte sich in der Nähe aufhalten, vermutlich in den Bergen. Die Bergluft sollte den Ernüchterungsprozess beschleunigen. Es ist Pilgrim, nicht wahr? Missionsziel findet den Kumpel des Kundschafters. Es ist sowas von Pilgrim. Euer Wunsch ist mir. Die Felsen jetzt weg. Es ist Zahltag. Wird gemacht. Gruppe 0, da hinten hin. Sehr wohl. Ja, Herr. Formation wechseln. Beten. Eure Siedler werden gesegnet. Und im Zweifel den Fässern folgen. Gruppe 9. Hier oben ist ein guter Platz für einen Schießplatz. Stellt einen auf.
Außerdem ist ein guter Platz für zwei Türme hier oben. Natürlich. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Okay, in diesen Bäumen war wirklich nicht viel Holz drin. Ja, ist gut. Natürlich. Führen Gruppe 0 trotzdem mit. Die können sie mir hierbei helfen. Gruppe 9 unterdessen. Ah ja, genau, euch haben wir was zu bauen geschickt. Ich erinnere mich. So gut ich kann. Sofort. Ich sehe nicht viel Platz für Dinge, die bekämpft wir werden müssen. Bedeutet natürlich nicht, dass sie nichts ist. Seid unbesorgt. Wie ihr wollt. Ich wusste, dass du es bist. Gut. Okay. So soll es sein. Kommt ihr hier rüber? Natürlich musst du es sein. Pille, du bist der Saufkumpan. Warum bin ich nicht überrascht? Hast du schon immer ein Problem mit dem Alkohol? Dario, du bist es. Ich habe mich hier nur kurz einer Kur untersogen. Wie ich sehe, hat das kaum etwas gebracht. Du bist ja immer noch am Saufen. Zufälligerweise ist mir aufgefallen, dass ich kein Wascher mag. Das ist voller Bakterien. Darum habe ich mich stattdessen einer Alkoholkur unterzogen. Ich bin nicht klug. Sicher, Pille. Und nun komm mit. Du hast dir zu lange gefaulenzt. Wir gehen zum Kundschafter. Gut. Betrachtet die Sache als erledigt. Wie ihr wünscht. Damit haben wir Pilgrim. Pilgrim kann uns diese ganzen Felsen hier wegsprengen. Ich glaube nicht, ob wir diese Felsen wegsprengen können. Aber er kann uns die Tür hier aufmachen. Wenn's denn sein muss. Pilgrim, sag mir. Entschuldigt all die Federn. Er ist in der Mause. Das geht dieser Felsen weg? Lauter werden. Gut. Das Gebäude. Ah, wie ich sehe, hat mein Kumpel sowie den Wirt gefunden. Nun bitte ich euch, eine Taverne zu bauen. Sofern ihr das gemacht habt, werde ich mit den nötigen Informationen beliefern. Wort an der Vorgabestelle, eine Taverne. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Baut einen markierten Stein. Okay, das lässt sich nicht sprengen. Der Kundschafter wird euch im Gegenzug viele nützliche Informationen liefern. Man kann dem Kundschafter doch nicht sein schalles Bier verwehren. Gruppe 0. Taverne. Möglichst nach hinten. Ja. Passt vielleicht noch einen Zugbrunnen rein. Ja. Einmal beten, das war zu früh. Die Bewohner der Stadt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ein Schießplatz hier oben aufstellen. In Ordnung. Und dann werden wir sehen. Das Gebäude ist. Hier oben haben wir nicht wirklich erkundet. Gern. Wir waren da in der Region nicht unterwegs. Das kann ich. Ja? Vielen Dank, nun sprich nochmal mit mir. Ein Schankwirt. Mit der machen wir, aber zuallererst. Wie ihr wünscht. Ja? Wir sind hier oben gar nicht gewesen. Gebt mir einen Kundschafter. Macht euch bald gleich wieder zu beten. Da ist ein Schwefelschacht, nicht wahr? Wie ihr wünscht. Ja. Achtung! Gleich macht es Rams! Da ist der Schwefel. Ja, ist gut. Wie ihr wünscht. Jawohl! Aber was bringt uns der Schwefel, wenn wir keinen Bevölkerungsplatz haben? Gut, wie das bedeutet aber auch, Schwefel ist kein Problem. Metallurgie. Quatsch, quatsch den an. Bewegen einen Kundschafter hier rüber und die Leibeigen können hier eigentlich schon mal zum Schwefelhaken gehen. Seid gesegnet. Nun, dann müssen wir schauen, wie wir das Zeug nutzen. Unser Bevölkerungsplatz ist gewissermaßen erschöpft. Jupp. Ah, nein. Ich hab nicht so gemeint. Wir brauchen halt irgendwo ein weiteres Dorfzentrum her.
In Ordnung. Ah, ihr habt die Taverne gebaut. Nun kann ich euch die nötigen Informationen liefern. Im Nordosten liegt Lordorf. Sie verfügen über eine unglaublich starke militärische Macht, aber über kaum Wirtschaft. Im Nordwesten, durch ein Gebirge von Lordorf getränkt, liegt Kratos. Sie verfügen über weniger Militär, dafür über eine größere Wirtschaft. Wieso ist Dario als Stimme? Ihr sollt mit den beiden Bürgermeistern sprechen, vielleicht könnt ihr das drohende Unheil noch aufhalten. So, nun kann ich endlich ein Bier trinken. Sprecht mit den beiden Bürgermeistern. Sie zahlen ihre Steuern. Ein neuer Auftrag. Sprecht mit dem Bürgermeister von Lordorf, er legt die Aufgaben, die euch gestellt werden. Zudem könnt ihr etwas über die Banditen in den Bergen wissen. Sprecht mit dem Bürgermeister von Kratos. Er legt die Aufgaben, die euch gestellt werden. Zudem könnt ihr etwas über die Banditen in den Bergen wissen. In Ordnung. Jawohl. Ich zeige euch den Weg. Kiste. Ich zeige euch den Weg. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Nein, Hackschwefel. Kein Problem. Theologie ist geforscht, sehr gut. Feinschmieder. So, Kunschi, kommst du hier hoch? Kommt du hier rüber? Schützen, ihr werdet hier nicht gebraucht. Geht hier hin. Ja. Dario, geht zum Alchemisten. Ja. Pilgrim, wieso habe ich dich losgeschickt? Ich wollte, dass du hier hinten schon mal drüben bist, um hier zum den Weg frei zu machen. Schaut in die Ferne. Seht durch mein Fernglas. Also, Wetterwechsel könnte hier wichtig werden. Ja. Ist hier, wofür dieser Felsen existiert? Schaut in die Ferne. Seht her. Ausbau abgeschlossen. Ja, jawohl. Gut. Verstecktes Leder. Bessere Rüstung für Schwerter und für Schützen ist immer eine gute Sache. In die Ferne. Es ist Zahltag. Seht durch mein Fernglas. Jawohl. Gut, der Kundschafter ist hier. Was haben wir denn hier drüben? Hier draußen. Wir brauchen irgendwo ein zusätzliches Dorfzentrum. Schaut in die Ferne. Ich zeige euch den Weg. Ja, mein Lord. Ah, ihr habt die Schwefelmine gefunden. Warum jemand weiß von dieser Mine? Doch mein Job als Geologe ist es, die ganze Landschaft zu kennen. Gibt es noch andere Dinge, die kaum jemand weiß? In der Tat. Hier in der Nähe gibt es einen versteckten Pfad nach Lordorf. Der ist aber nur erreichbar, wenn der See zugefroren ist. Wie auch immer ein geheimer Pfad nach Lordorf nützlich sein soll. Vielen Dank für die Information. Gut zu wissen. Geschafft. Sehr wohl. Gerne. Ich zeige euch den Weg. Gemeint versteckte Schwefelmine. Ich zeige euch den Weg. Ah, hier forschen wir weiter. Eure Arbeiter empfangen gut, den Lumpenschloss. Durch die Priester. Ein Geheimpfad nach Lordorf. Nur erreichbar, wenn zugefroren. Verstehe. Sieht durch mein Fernglas. Gut. Na gut, Dario, geh hier rüber. Pilgrim muss den Weg freiräumen. Gut. Das könnte ein bisschen lauter werden. Ihr habt eine neue Kunschi, geh schon mal vor. Das ist Kunschi 5. Jawohl. Schaut in die Ferne. Seht durch mein Fernglas. Ich muss jetzt eine Aufnahmepause einlegen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich zeige euch den Weg. Da komme ich gleich nicht drum hin. Ich zeige euch den Weg. Hier ist ein Dorfzentrum. Ich zeige euch den Weg. Das will ich aber haben. Dario, mach dich auf den Weg. Betrachtet die Sache. Was ist denn eine Kiste? Pilgrim, mach auf. Wie ihr wünscht. Das ist die wievielte jetzt? Wir waren bei 8. Dann kommt hier eine Kiste Nummer 9. Ja. Wenn ihr meint, ich zeige euch den Weg.
Oh. Wir haben weniger Militär? Wie ihr wünscht. 2000 Leben, wie schön. Ihr verfügt wir haben gar nicht mehr so viel Holz. Wissen über eine neue Technologie. Eine neue Technologie ist erforscht. Na gut, woher auch? Na gut, wir haben ein Sägewerk, das arbeitet ein bisschen. Aber sicher doch. Schaut in die Ferne. Aber eure Siedler werden gesegnet. Sobald wir das Dorfstrom da hinten bekommen, wird es ja besser werden. Da oben ist Kiste Nummer 10. Noch 12 Kisten müssen übrig sein. Betrachtet die Sache als erledigt. Für euch doch immer. Jawohl. So, das waren diejenigen, die weniger Militär haben. Seht durch mein Fernglas. Ich bin ganz ehrlich, unsere Schützen machen da gar nichts. Schaut in die Ferne. Schaut in die Ferne. 2000 Schwefel. Oh, das ist genau, was wir gerade gebrauchen können. Gib die Chemie her. Ja? Da oben ist noch eine Kiste. Wird gemacht. Natürlich. Ich zeige euch den... Das wäre Kiste 11. Sehr wohl. Wenn wir die Kiste da oben nehmen, werden wir direkt zusammengeschlagen. Quick Save. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja? Bauer. Ja, mein Lord. Gut. Guten Tag. Das Förderchen in den Gefilden. Geschäfte und ähnliches. Das sagt mir, guter Mann, habt ihr für dieses Dorfzentrum Verwendung? Um ehrlich zu sein, habe ich kaum Verwendung dafür. Das ist ein Familienerbstück. Ich kann sie einfach verkaufen. Gibt es wirklich keine Möglichkeit? Doch, hier gibt es. Hier haben ein paar Banditen ihr Lager aufgeschlagen. Seitdem sie dort sind, ist es mir nicht mehr möglich, das Grab meiner Eltern zu besuchen. Eliminiert diese Banditen, ich werde das Dorf so belassen. Okay. Es gibt einen neuen Auftrag. Hier drüben Banditen. Um diesen Weg aus zu erreichen. In Ordnung. Jawohl! So gut ich kann. Ja. Gut. Was haben wir denn hier? Ja. 2000 Eisen. Nehme ich auch gerne an. Schützen. Wir wollen das Dorfzentrum haben. Wie ihr wünscht, mein Herr. Mit Vergnügen. Seht durch mein Fernglas. Seht durch mein Fernglas. Ich zeige euch den Weg. Ah, da haben wir die Wirtschaft, in der geredet wurde, wahrscheinlich. Das ist einfach nur deren militärischer Außenposten. Hier haben wir die Wirtschaft. Und hier ist der Rest der Stadt wahrscheinlich. Mit Vergnügen. Wir kümmern uns darum. Jawohl. Wir brauchen dieses Dorfzentrum. Das ist relevant. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Für euch doch immer. Seht durch mein Fernglas. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Gut. Jawohl. Ich zeige euch den Weg. Jawohl. Geld Information. Da haben wir die Banditen schon. Wie ihr wünscht. Eine neue Technologie ist erforscht. Betrachtet die Sache als erledigt. Wenn ihr meint... Wenn ihr meint, wie nun gut, Helden. Seid heldenhaft. Feinde macht was Gewalttätiges. Wird gemacht. Keine Angst, ich verstehe was davon. Vorsicht jetzt, geht nicht zu nah dran. Lehrt sie das Fürchten, ja? Auf sie! Ja. Ergreift sie! So, die Ablästen sollten sich um diesen Turm hier unten kümmern. Wie soll ich mich konzentrieren? Es ist ein Ballisterturm. Das sind Ablästenschützen. Nichts kann schief gehen. Seid unbesorgt. Wird gemacht. Wir bleiben hier. Wie ihr wünscht. Ja.
Wenn ihr meint... Helium kann ich eine Bombe setzen, das ist ja gut. Dario dahinter. Wollt. Schützen, gibt eine Heldendeckung. Wenn ihr meint... Achtung. Was macht ihr da? Ich habe euch einen Angriffsbefehl gegeben. Ergreift sie. Lauf. So gut ich kann. Nein! Ein Held ist in großer Gefahr. Nur Mut. Weil die Schützen den Angriffsbefehl nicht genommen haben, sondern gelaufen sind. Ich hasse es, was passiert. Wir bleiben hier. Ja! Halt. Alter, Schützen, schießt! Ergreift sie! Wir kümmern uns darum. Ich sage Gruppe 3 und er wählt dann die nächste aus. Sehr gut. Ihr habt das Lager zerstört. Nun solltet ihr wieder mit dem Farmer sprechen. Bin versucht zuzustimmen. Wenn ihr meint? Ja, mein Herr. Gerne. Achtung! Kunschi, du kannst dich weiter umschauen. Gruppe 9. Gruppe 9 und Gruppe 9 sind beide hier. Einmal beten. Gruppe 0 möge jetzt nach hier hinten draußen kommen. Wir haben da was zu befestigen. Universität, forscht die letzte Technologie, bevor ihr gehen könnt. Gerne. Seht her. Und hier haben wir die nächste Kiste, die wir schon hätten holen können. Pilgrim. Jawohl. Geh sie holen. Gut. Kiste 12. 40. An diesem Punkt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich habe spontan aufgehört, mitzuzählen. Ja. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja. Ja, mein Lord. Und? Können Sie Benedikt vertreiben? Ja, bis auf den letzten Mann. Gut, dann soll es auch schadlich sein. Ich stehe zu meinem Wort. Dorfzentrum. Hier ist noch eine Kiste. Ja. Zwei Kisten, die wir noch nicht genommen hatten. Nehmen wir direkt erstmal mit. Ja, mein Herr. Ja. Direkt auf 6 Trupps am letzten Schützen hochgehen. Gruppe 2. Ja. 2000 Stein. Dann haben wir noch eine Kiste. Ihre Steuern. Natürlich. Schaut in die Ferne. Schaut in die Ferne. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Das Gebäude. Und weiter ausbauen. Hier können wir das hier erforschen. Hier können wir das hier erforschen. Das hier ist gleich durch. Hier können wir das hier erforschen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gruppe 8 wurde wiederbelebt. Kannst gleich ein bisschen Holz hacken gehen. Wir. Forschung abgeschlossen. Besetzen die Schwefelmine. Ja, ist gut. 2000 Leben. Betrachtet die Sache als erledigt. Da ist noch eine Kiste. Wie ihr wünscht. Gruppe 8. Ausbau. Hackt uns Holz. Von wo am liebsten? Eine neue Technologie erforschen lassen. Von hier in den Bergpässen, wo es niemanden stört. Gut. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Pferden lesen ist durch. Ihr zieht uns das. Die Uni kann weg. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. 2000 Schwefel. Nehme ich gerne an. Natürlich. Ja, ja, ja. Okay. Dario und Pilgrim und die Schützen sollen sich hier sammeln. Gruppe 0. Ich würde gerne sicherstellen, dass dieses Dorfzentrum unter allen Umständen sicher ist. Ich habe nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Fertig. Gut, Schwefel darf man immer noch nicht erhandeln. Brauchen wir aber zum Glück nicht. Senkt die Steuern. Sofort. Das einmal hier ausbauen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Seht durch mein Fernglas. Seht her. Beten. Nein. Segnen die Bewohner der wir sind nicht auf 300% ja. aus. Ach ja, aus einfachen Gründen. Wir haben die Gelehrten entlassen.
Und dann könnten wir hierhin zum Beispiel einfach einen Büchsenmacher einsetzen. Fertig. Eine Kaserne wäre eine Option, aber was sollen wir mit der Kaserne? Setzen wir über den Büchsenmacher nach dahin. Nichts lieber als das. Ausbau voll. Ja, hier müssten kommen, hier unten hin. So war die Idee. Wir können die Minen einfach mal ausbauen auf Stufe 3. Hier einmal kurz machen. Und ich muss jetzt die Aufnahmepause einlegen, sonst wird diverse Zeitplanung komplett durcheinander geraten. Nun gut. Haben wir erstmal einen guten kleinen Einstieg gehabt. In der nächsten Aufnahme werden wir auch ein paar Sachen erkunden. Und schauen, dass wir diesen Konflikt gelöst bekommen. Bis dahin bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Wir gehen einmal kurz über die kleinen Sachen hier drüber. Wir haben 13 Gebäude zerstört, keines verloren, 127 Leute erledigt und eine Person verloren. Das ist Dario gewesen, der einmal gestolpert ist. Und in der nächsten Aufnahme werden wir sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Bis dahin, viel Spaß und Cheerio.